Herzlich willkommen zur 13. Folge Krastorio mit dem Belex. Moinsen. Hallo. So, Fluid Chemistry ist durch. Damit haben wir jetzt im Endeffekt den sämtlichen Scheiß, den wir durchhaben müssen, haben wir durch. Dann würde ich sagen, nehmen wir die noch durch. Nehmen wir die noch durch. Lassen wir das einfach. Das Shelter bringt uns doch als einzige Sache, nur dass wir das Shelter, was wir momentan haben, verschieben können. Und wir werden übrigens schon von rechts angegriffen. Ja, aber dann haben wir es durch. Ja. Nach wann kommen meine guten Freunde mir entgegenlaufen? Ey, du bleibst stehen. Stopp, Polizei, Polizei! Oh, das war peinlich. Ich hab halbes Magazin an dem daneben geschossen. So, also, wir hatten uns jetzt gedacht, wie wir jetzt wirklich angekündigt haben, wir müssten eventuell mal ein bisschen aufräumen, weil wir haben das Nest da hinten, wir haben das Nest da oben und im Norden haben wir auch bald ein Nest. Also, wir kriegen dann Besuch jetzt demnächst. Ja, wir haben schon gerade den ersten Besucher bekommen, der mir entgegenkam. Der liegt jetzt da. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn wir seit hinlaufen, haben wir die Möglichkeiten, dass jetzt zum Beispiel, was wir drüben alles bauen, erstmal volllaufen kann. Ja. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Da sind 5 Würmer. Irgendeine Strategie, Würmer weg, dann die rechten Würmer weg und dann auf die oberen irgendwie versuchen zu kommen. Du Scheiße. Oh, du machst es sogar dir noch einfacher. Ja, so stark sind die noch gar nicht. So aggressiv da reinzurennen war dann doch ein bisschen ambitioniert. Oh, du hast ein großes Viech mal am Arsch gehabt. Ja, kannst du dich mal darum kümmern, dass du die Viecher hier mal wegmachst? Jo. Dass ich hier mal ganz kurz. Wenn man das Ding auch Schaden macht, ja. Dann muss man treffen. Du schießt 10 Meter davor. Du musst in den Laufweg schießen und nicht dahinter. Wo schießt du denn hin? Du siehst doch, wo die Viecher, wo die Kugeln aufploppen. Ja, ich bin gleich tot. Ja, dann muss ich selber wieder mitschießen. Ich glaube, wir sollten uns zusammen mal wieder zurückziehen. Ne, ich will da vorne die Viecher tot machen. Ich will da die Türme hinsetzen. Ja, ich bin aber selbst unter Half-Life. Oh. Mach ein bisschen Aua, die größeren. Dann musst du einfach mal treffen. Du wusstest schon immer, dass meine Stärke nicht das Treffen war. Vor allem nicht mit diesem Schusssystem. Ja, du siehst doch, wo die Kugeln hinfliegen. Ja, jetzt bin ich tot. Kannst du bitte schießen bei mir? Dankeschön! Oh. So, jetzt aber. Ruf da! Jawohl, ich glaube, jetzt haben wir's. Ja. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal zurücklaufen und sollten eventuell Munition und Türme automatisieren. Ja, und wir sollten uns beeilen, weil die gerade an der Mauer knabbern. Ja, dann renn mal. Du bist, glaube ich, schneller als ich. Ja. Ach, da unten, die reißen schon unser Dings ab. Ja, das habe ich gesehen. Er bleibt doch nicht stehen. Lauf, lauf, lauf! Einmal quer im ganzen See rum. Na gut, die machen ja nicht ganz so viel Schaden. Ne? Aber noch nicht. Sind ja auch nur ein bisschen, so 2 oder 3. Wir machen das anders.
Hast du schon? Ja. Haben die was kaputt gemacht? Minimal, aber nicht viel. Was für, ach so, nur Das heißt, Fließbänder. Fließbänder fehlen hier noch ein paar, ja. So, dann machen wir es anders. Wir machen das anders. Die da unten haben aber keine Würmer mehr, ne? Die hatte ich ja schon mal rausgenommen. Ja, ist egal. Kannst du mal ein paar lange Greifarme bauen, so 10 Stück? Ja. Unsere Basis ist definitiv zu groß. Und das sage ich jetzt schon. Nein, keine 10 Stück, 12 Stück. Nein, nicht da. Immer an die Außenkanten. Dammit! Habe ich eigentlich schon wieder so viel Holz. Wenn du das nicht weißt, woher soll ich das wissen? Weil die Chance, dass du es mir jetzt zugesteckt hast, da war. So, pass auf, dann mache ich jetzt das so. Puff. Werden die Viecher zu stark oder wie? Nö, aber dann wird es einfacher. Bei Militär 2 kriegt man nämlich Anti-Materie-Rifle. Ganz schnell durch. Und dann könnt ihr nämlich auch uns die rote Munition basteln. Mit Stahlträger und normaler Rifle-Magazinen. Und die normalen Ja. Rifle-Magazinen waren Kohle, Eisenplatten, Kupfer. So, das heißt, dann holen wir uns die ganze Scheiße hier mal zusammen hin. Und dann basteln wir uns nämlich jetzt hier tolle Sachen zusammen. Alter, das haben denn die Gun-Turrets zu einer riesen Range, ey. Wieso? Die ist doch 25. Ich meine, was waren die vorher? 15? auf jeden Fall um einiges kleiner. Von wo kriegen wir denn Kohle? Wo kann ich mir hier Kohle abschnabbeln? Ah, hier unten. Sachen zu bauen. So, also Kohle, Eisenplatten, Kupferplatten für normale Rifle-Magazine.
So, die roten Magazine. Okay, damit hat sich das erledigt. Brauchen Stahlträger. Ja. Kannst du mal ein Band Stahlträger hier vorne drauflegen? Ach nee, warte mal, die Stahlträger haben wir hier vorne schon. Haha, okay, hat sich gerade erledigt. Eins, zwei, drei und dann der vierte. Eins, zwei, drei. Drei dazwischen. Oh, die nächste coole Waffe kommt ja erst bei Militär 5, das ist ja langweilig. Achso, jetzt brauchen wir doch noch mal ein paar lange Greifarme. Oh, und blaue Greifarme brauche ich auch noch mal. Du wolltest doch hier die rote unten haben, oder? Ja. Kannst du die Untergrundgeräte noch mal drehen? Die oberste Reihe? Die drehen doch automatisch, oder nicht? Nein. Nur vorne habe ich sie schon gedreht. Ach so. So, dann kriegst du Strom, 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 Strom. Du kriegst Strom, du kriegst Strom, du kriegst Strom, du kriegst Strom, du kriegst Strom. Da drin verteilen. Und dann kriegen wir jetzt die geile rote Munition. Oh, meine Gun-Turrets arbeiten. So, dann brauchen wir jetzt ja. Hast du noch Maschinen? Noch 8 Stück, ja. Warte mal, ich lege mal ganz kurz. Ding mal rein. Komm, mach. Ach, scheiß drauf. So, dann machen wir die gleiche Geschichte hier nochmal. Hast du noch lange Greifarme, genau. Da will wir ein bisschen mit der Antimateria-Waffe herumschießen, ne? Ja, genau. So, Antimateria-Reifel, so, Pistole.
Hast du noch Pistolen übrig? Ja, also Pistolen ja. So, dann Pistolen da rein, Pistolenmagazine da rein. So. Was hat die für eine Reichweite? Oh, 60. Warte mal. Ich schieße jetzt mal auf das. Oh. Moment. Okay. Moment. Bis dahin geht's nicht mehr. Da geht's nicht. Geht nicht. Ja, ab hier kann ich schießen. Alter, was hast du denn bitte für eine Reichweite, ey? Du kannst dir die Nester außerhalb der Range abschießen. Ja. Wegmachen. Ja, los. Antimaterie-Reifel. Ich hab eine. Schon. Gut, dann brauchst du jetzt noch Munition, ne? Ein bisschen, ja. Gut, dann warten wir jetzt noch, dass wir, was weiß ich, jeder auf jeden Fall 200 Munition hat. Und Antimaterie-Munition. So. 10, 20, 19. 1, 2, 3, 4, 19 Stück davon. Dann forschen wir nämlich jetzt nochmal das Ding durch. Und in der Zeit, wo wir das Ding durchforschen, sollten wir auch genug Zeug haben. Dann. Ich finde es halt nur noch ein paar grüne, die mache ich aber gerade. Angriff unten. Ja, da müssten aber eigentlich noch Türme mit genug Munition stehen. Perfekt. Die haben ja ein bisschen Reichweite. Gut, was wird denn jetzt hier so viel verbraucht? Ach, die machen diese Automation Cores. Ja, die sind aber auch bald voll. Dann kriegen wir da auch wieder ein bisschen mehr. Dann können die hier oben wieder weitermachen. Und dann kriegt vielleicht deine Produktion. Achso, die steht hier eh noch nicht. Ja, die wollte ich machen, nachdem wir das Nest weg haben. Ja, perfekt. Dann passt sich das auf, weil bis dahin ist dann auch Logistik durch. Höchstwahrscheinlich. So, wie viel Munition fehlt dir denn noch, bis du unten 200 hast bei den Roten? Bei den Roten noch 134. 134. Wenn der Herbert Niklas, der gerade GTA spielt, da unten mal weggehen würde, dann sehe ich auch wieder was. Okay. Immer dieser Herbert, ey. Ja, aber dann sieht das doch schon mal gar nicht so schlicht aus. Wie gesagt, dann können wir dann auch gleich die rote die roten Fließbänder machen. Die waren ja Eisenzahnräder und Fließbänder einfach nur. Ja. Das kann man ja dann da hinten machen. Eisenzahnräder kann man sich hier von hier aus noch ein paar abschnabulieren. Und die hier brauchen Eisenzahnräder und Tyler-Fließbänder und die hier, ja, und zwei Loader und ein Chalice-Fließband, die Fast Loader. Ja, das können wir alles da machen und die brauchen dann halt auch die grünen Chipse. Gut. Stromtechnisch, wie sehen wir da aus? Gar nicht mal so verkehrt. Ich habe hier auch noch eine immer nicht vollkommen angeschlossen. Ich pack da ja immer nur mein Holz rein, um es wegzubrennen. Warum packst du das Holz da rein, um es wegzubrennen? Damit ich meinen Inventarplatz loswerde, weil unsere Holzkiste voll ist und ich noch eine Kiste hinten platzieren wollte. Ja, dann mach doch einfach mal so. Und dann kannst du das Zeug dann in die Holzkiste reinpacken. Jetzt habe ich ja auch kein Holz mehr, aber... Haben wir hier noch irgendwo Holz liegen? Nö, warum haben wir denn hier so viele Eibenbeams rumliegen? Okay. Weil wir zu dem Zeitpunkt, wo unsere Crafting-Maschinen da standen, Iron Beams da gecraftet hatten, aber selbst kaum welche verbraucht haben. Ja, weil wir sie wahrscheinlich nicht rausgenommen hatten. Gut, so, also, dann geht das da gleich weiter. Dann müsste ich jetzt mal gucken, weil ich crafte mich jetzt gar nichts mehr. Was können wir noch gebrauchen? Na, die Karten kann man immer gebrauchen, dann... Welche Karten? Ja, grün, also... Produzieren wir noch nicht automatisch, also kann man die immer gut gebrauchen, craften, so hätte ich jetzt behauptet.
Gut, dann kaufe ich jetzt mal die grünen Karten. Was fehlt mir da? Sonst hätte ich halt noch behauptet, dass man gut Montagemaschine 1 bauen kann und elektrische Erzförderer. Ja, wir haben Chemiefabriken schon. Ach, weil wir noch andere Sachen mit dem bauen können. Ach. Dann klaue ich mir mal die Zahnräder da raus, dann gibt es jetzt wieder gleich keine Eisenplatten mehr da oben. Okay, das war vielleicht nicht so eine beste Idee. Oh. Gut. Blank Cards fehlen mir jetzt noch ein paar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Reichweite größer ist als die Reichweite, die ich überhaupt sehen kann. Ich warte übrigens nur noch auf dich unten aufs Nest, ne? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade noch am Arbeiten. Was sagen sie alle? So, ihr könnt auch wieder rein. Gut, dann... Aber du hast noch nicht genug Munition, oder doch? Naja, 104 Magazine bei der einen und fast 200 bei der anderen sollten eigentlich reichen. Also zumindest für 5 Nester ohne Würmer dran, hätte ich jetzt mal behauptet. So, gut. Ja gut, wir müssen ja gleich noch ein zweites Nest da oben platt machen. Bis dahin habe ich alleine per Hand schon über 200 von der einen produziert. Aber soll ich dir mal was sagen? Das Nest hier unten machen wir in der nächsten Folge. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.